Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Für den Schachspieler ist es wichtig, dass er gut Stellungsbilder erkennen kann. Und nicht nur, dass er sie erkennen kann, sondern dass er sich dann auch erinnert, wie kann ich einen Vorteil daraus ziehen? Wie kann ich aus diesem Stellungsbild einen Vorteil ziehen? Und wie kann ich einen Nachteil verhindern? Das vergessen immer viele Spieler, dass es nicht nur darum geht, dem Gegner die Figuren um die Ohren zu hauen, sondern auch darum geht, erstmal die Chancen vom Gegner kaputt zu machen. Die Pläne vom Gegner kaputt zu machen und dann selber seine Chance zu ergreifen. Und diese Stellungsbilder, die nennt der Schachspieler Motive. Taktikmotive und Mattmotive. Ich habe schon ein paar gezeigt hier. Findet ihr alles in der Playlist Grundlagen. Und heute kommt ein weiteres Motiv dazu. Und zwar kennen viele von euch bestimmt das Grundreihenmatt. Ich habe hier eine Studie vorbereitet und wie ihr es kennt, diese Studien verlinke ich immer unten in der Videobeschreibung. So auch diese. Und wir gehen jetzt zusammen 10 Aufgaben durch, damit ihr einen Blick dafür bekommt, fürs Grundreihenmatt. Dass ihr das wirklich verinnerlicht, dass ihr das erkennt, auch in anderen Stellungen. Zusätzlich zu diesen 10 Aufgaben habe ich in der Studie noch 12 weitere gepackt. Die könnt ihr euch dann auch anschauen. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Schafft ihr sie nicht? Macht die Engine an, die hilft euch. Und ich habe auch noch verlinkt die Taktikaufgaben auf Lichess. Da gibt es ja noch 1000 weitere. Also wenn ihr wirklich bis zum Erbrechen das Grundreihenmatt üben wollt, tut es. Wir wollen uns mit 10 Aufgaben heute begnügen. Einmal kurz, was ist überhaupt eine Grundreihe? Was ist eine Reihe? Das sind die Linien. Linien gehen längs übers Brett. L, Linien, längs. Von uns zum Gegner rüber, das sind die Linien. Und wenn euer Schachbrett eine Notation hier dran hat, dann sind das hier die Buchstaben. A-Linie bis H-Linie. Hier ist die H-Linie, hier ist die A. Also A, B, C, D, E, F, G bis zur H-Linie. 8 Linien längs übers Brett. Die Reihen gehen quere von links nach rechts. Das sind die Reihen. Wie ihr euch das merken wollt, ist egal. Vielleicht wie beim Militär. Wenn sie in Reihe und Glied stehen, stehen sie nebeneinander. Wenn sie in Linie gehen, gehen sie hintereinander. Merkt es euch, ich merke es mir so. Linien längs übers Brett, Reihen quer. Und die sind jetzt nicht mit Buchstaben, sondern mit Zahlen. Und zwar von 1 bis 8. Hier ist also die erste Reihe, zweite, dritte und so weiter bis zur achten. Auch mal einen Schluck trinken zwischendurch. Geht alles auf eure Zeit. So, was ist also die Grundreihe? Die Grundreihe ist eine Reihe und zwar die, auf denen eure Figuren in der Grundstellung stehen. Also die Bauern stehen auf der zweiten Reihe. Und bei Weiß, die Figuren stehen auf der ersten Reihe, hier unten. Und für Schwarz, noch einen Schluck trinken, wieder auf eure Zeit. Und für Schwarz ist es die achte Reihe. Also, Weiß spielt ja von der ersten Reihe Richtung achte, Schwarz von der achten Richtung erste. Die Grundreihe für Weiß ist also die erste und für Schwarz die achte. Und wenn wir über ein Grundreihenmatt reden, dann muss also irgendwie ein Matt auf dieser Grundreihe erfolgen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir das erste Beispiel. Weiß möchte gerne diesen Bauern umwandeln und sagt sich, wie macht er das? Soll er den Turm dahinter spielen? Dann stellt sich der Turm davor. Und dann denkt sich Weiß, bin ich doch clever. Spiele ich doch den Turm nach C8 und jetzt ist dieses Umwandlungsfeld für den Bauern frei. Und wenn Schwarz ihn schlägt, hat Weiß hier seine Dame. Bloß Weiß hat was übersehen, jetzt seid ihr dran. Schwarz ist am Zug und gewinnt. Macht Pause. Ich erkläre es, wenn ihr aus der Pause zurück seid. Den Zug habt ihr bestimmt gefunden. Es ist nicht schwer. Hier ist es ein Matt. Und
und zwar dies ist ein Matt. Und jetzt ist dieser weiße König auf der Grundreihe matt gegangen, weil er blockiert ist durch seine eigenen Bauern. Das heißt, er ist auf der Grundreihe gefangen und dann spricht man auch von einem Grundreihenmatt. Und das, was wir erreichen wollen, ist, dass ihr für dieses Bild ein Gefühl bekommt, dass ihr das wirklich verinnerlicht, dass ihr in einer Stellung erkennt, okay, hier ist theoretisch eine Grundreihenmatt-Situation. Hier ist ein Muster. Hier ist ein Motiv, das es gilt zu erkennen. Und für beide Seiten. Weiß hätte es auch erkennen sollen. Hätte Weiß es erkannt, nicht nur auf die eigenen Chancen gucken, nicht nur auf den Bauern gucken, dann hätte er hier vielleicht sich erstmal Luftloch verschafft. Kommen wir gleich noch zu. Nächstes Beispiel. Ich sag's wieder. Also, Schwarz ist am Zug, findet den besten Zug. Macht Pause. Bis gleich. Vermutlich habt ihr es sehr schnell erkannt. Es ist ein Matt und es ist ein Matt in einem Zug. Und ihr habt wieder dieses typische Stellungsbild erkannt, dass der König hier auf der Grundreihe gefangen ist. Und da kommt das Matt. Wir kommen gut voran. Nächste Aufgabe. Das ist die gleiche Stellung wie eben, bloß jetzt umgedreht. Und hier ist wieder die Idee, wenn Schwarz am Zug wäre, würde er uns matt setzen. Dann würde er einfach einen Turm hier reinsetzen und die Dame kann den Turm nicht schlagen, der Turm kann nicht dazwischen setzen, es wäre ein Matt. Jetzt ist aber hier Weiß dran. Und jetzt findet ihr mal den besten Zug für Weiß hier. Habt ihr ihn? Der beste Zug für hier ist G3. Wenn jetzt das Schach kommt, kann der König weglaufen. Diesen Zug, jetzt G3 oder H3 in dieser Stellung gewinnt natürlich vieles, aber G3 ist am besten, weil hier an diese weißen Felder auch der schwarzfältrige Läufer nicht rankommt. Und das nennt man ein Luftloch oder ein Fluchtfeld. Und man sagt auch, man muss dem König mal Luft verschaffen. Und hier geht es eben darum, diese Bilder zu erkennen. Und als Weiser muss man eben erkennen, oha, hier ist ein Grundreihenmattmotiv gegen mich selber. Pass auf. Schaff dir erstmal ein Luftloch. Und diese Situation, dass man hier so eine Grundreihenmatt-Situation hat, das nennt man auch die Grundreihenschwäche. Weiß ist hier geschwächt, weil der König theoretisch in einem Matt steht. Kann er hier abwehren? Ihr habt ja auch wahrscheinlich irgendeinen Bauern ziehen wollen oder den König hier rüberziehen wollen, irgendwas. Das heißt, ihr habt das auch abgewehrt. Aber dieses Abwehren kostet einen Zug. Und das ist ja ein Nachteil, wenn ich jetzt hier so einen Bauern unnötig durch die Gegend ziehen muss. Deshalb ist das eine Schwäche. Weil man entweder eine Figur hier unten behalten muss, um hier aufzupassen, oder indem man ein Tempo verschwenden muss, weil man hier irgendwo sich ein Luftloch verschafft. Nächste Aufgabe. In dieser Stellung ist Schwarz am Zug, findet den besten Zug für Schwarz. So. Jetzt zeige ich's. Schach. Schach. Und matt. Wie geht man vor? Man muss immer abzählen. Man hat hier das Einbruchsfeld sozusagen auf die Grundreihe. Dort, wo man Schach sagen kann. Und jetzt zählt man, ich habe eine Figur und ich habe noch eine Figur. Ich habe zwei Figuren, die dieses Feld angreifen. Aber ich habe nur eine Figur, die das verteidigt. Und so muss man als Verteidiger immer genauso viele Figuren haben, die dieses Feld verteidigen. Und als Angreifer muss man mehr haben, als es Verteidiger gibt. Ansonsten wird es kein Matt. Und hier können zwei Figuren hier hinziehen, aber nur einer verteidigt. Und deshalb wird es ein Matt. Kommt zur fünften Aufgabe.
Weiß ist am Zug. Ihr seid dran, die Lösung zu finden. Macht Pause. Wir sind wieder am Zählen. Hier ist das Einbruchsfeld auf der Grundreihe. Wie oft wird es angegriffen von unseren Figuren? Zweimal. Wir haben zwei Figuren, die dorthin ziehen können. Wie oft wird es verteidigt? Auch zweimal. Aha. Wir können also nicht hier hinziehen. Wenn wir mit der Dame hier hinziehen, wird er uns wegnehmen. Schlagen wir nochmal, schlägt der König. Das heißt, wir haben nicht genug Felder, die dieses Einbruchsfeld angreifen, die dorthin ziehen können. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und hier gibt es einen Trick. Man muss erstmal dieses Einbruchsfeld freiräumen. Und bin gespannt, ob ihr drauf gekommen seid. Also der Zug, der hier gewinnt, ist Dame E7. Dieses Feld ist noch sicher für Schwarz. Aber jetzt ist der König ja im Schach und muss weg. Und jetzt ist das Feld nicht mehr verteidigt. Jetzt ist es rot. Jetzt ist das Feld nur noch einmal verteidigt, aber zweimal angegriffen. Das ist ein Matt. Das heißt, solche Situationen hat man öfters und die muss man eben auch erkennen. Also es könnte auch zum Beispiel sowas sein. Die Dame steht hier. Zieht denn hier rein, vertreibt den König und dann kommt das Grundreihenmatt. Nächste Aufgabe. Aufgabe Nummer 6. Weiß ist am Zug. Finde den besten Zug für Weiß. Wir kommen zurück aus der Pause. Habt ihr es gefunden? Schach, Schach, Matt. Vier Figuren waren es diesmal. 2, 3, 4. Die hier oben das Einbruchsfeld angegriffen haben. Aber es war nur dreimal verteidigt. Und was hier noch wichtig zu erkennen ist, wir haben jetzt nicht irgendwie die Bauern hier hinten stehen und den König dort in der Ecke oder sowas. Das heißt, auch hier durch den Bauern haben wir eine Grundreihenmatt-Situation. Und eben auch dafür müssen wir einen Blick bekommen. Es muss nicht immer der König durch die eigenen Bauern eingeschlossen sein. Es kann auch sein, dass eine gegnerische Figur oder unsere Figur hier den König auf der Grundreihe festhält. Es könnte ja auch ein Läufer sein, der hier reinguckt. Und dann ist es wieder einfach zählen. Und man darf hier nicht auf die Idee kommen, dass man sagt, ah ja, okay, oh meine Dame. Man muss Mut haben. Wenn man matt setzen will, muss man auch Mut haben. Und jetzt nicht sagen, ich habe ja jetzt auch was gewonnen. Nee, man hat nichts gewonnen. Das ist einfach nur Remis. Weil jetzt ist der König, kann der König hier abhauen. Und das ist jetzt seine Remisstellung. Das heißt, nicht auf halbem Weg zurückziehen oder so, sondern wirklich sagen, okay, man muss auch die Dame opfern können. Wenn es matt wird, ist das egal. Dann kann man auch noch mehr opfern. Aufgabe Nummer 7. Schwarz ist am Zug und gewinnt. Ihr seid dran. Habt ihr es gleich gesehen oder habt ihr Pause gemacht? Könnt ruhig ehrlich sein. Ihr müsst auch nicht jede Aufgabe hier richtig machen oder können oder gleich erkennen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Es geht hier darum, einen Blick für dieses Grundreihenmatt zu bekommen und so für verschiedene Arten des Grundreihenmatts. Hier haben wir jetzt was anderes und der Zug, der hier gewinnt, ist Turm B6. Weil hier droht das Grundreihenmatt. Wenn jetzt Weiß sagt, okay, ich bringe meinen Bauern durch und sagt, ja, ich habe eine Dame. Ja, schön, hast du eine Dame, du bist aber matt. Und hier sieht man eben, warum es eine Grundreihenschwäche ist. Wenn man solch eine Situation hat, ist es eine Schwäche.
weil man ein Tempo aufbringen muss, diese Situation aufzulösen. Das heißt, den Bauern kann man noch spielen, aber jetzt muss Weiß sich um das Matt kümmern. Und das ist diese Grundreihenschwäche. Dieser eine Zug, der jetzt hier fehlt. Zack, der König muss ziehen. Und jetzt, dieser eine Zug hat gereicht, dass der Turm sich den Bauern auch noch holt und hat gewonnene Stellung, ein Turm mehr. Das ist hier ein Spieß, der aufgespießt. Wenn der jetzt wegzieht, würde da oben das Matt drohen. Und das wollte ich euch auch mal zeigen, weil es hier deutlicher wird, warum das eine Schwäche ist, in solch einer Situation zu stehen wie hier mit dem König. So. Achtes Beispiel. Jetzt eine richtige Partie. Die berühmte Judith Polgar hier hat gespielt gegen Pavlina Schilingirowa. 1988 war das. Und sie haben diese Stellung erreicht nach Zug 16. Und hier ist jetzt Judith Polgar am Zug mit Weiß. Und Weiß gewinnt. Macht Pause, findet es. Habt ihr es gefunden? Es ist ein Matt in drei Zügen. Es ist ein schönes Matt. Ist gar nicht so leicht zu sehen. Die Gegnerin war wahrscheinlich ein bisschen überrascht. Der Zug, der hier das Matt einleitet, ist Dame schlägt F8, opfert sich. Der König muss schlagen, weil er ist ja im Schach. Jetzt kommt der Läufer, sagt Schach, der König kann hier nicht raus, weil hier der Turm ist, muss zurück. Und jetzt haben wir diese Situation wie eben mit dem Bauern. Mit einem Läufer. Das heißt, der König kann hier nicht raus, ist auf der Grundreihe gefesselt und geht jetzt matt. Und das alles sozusagen aus dem Stellungsgedächtnis heraus, aus dem Blick für die Motive, dass man erkennt, okay, der König ist hier in einer Grundreihen-Matt-Situation. Wenn hier die Dame sozusagen das einschließt oder wenn der Läufer hier kommt und den König hier einschließt. Und dadurch, dass man das wiedererkennt, diese Situation, Moment mal, der König ist hier in einer Grundreihen-Matt-Situation. Aus dieser Situation heraus kommt man dann, auch wenn man diese Stellung nie auf dem Brett hatte, 1:1 so, kommt man auf die Idee, okay, Mut zum Opfern, auch die Dame. Schach, König muss zurück und geht matt. Ja, sowas müsste man mal selber irgendwie hinkriegen in einer Partie. Naja, vielleicht nach diesem Video, vielleicht schafft er es ja auch. Noch eine berühmte Stellung, Gligoritsch gegen Bobby Fischer aus dem Jahre 1970. Bobby Fischer mit Schwarz findet den Zug, der hier für Schwarz gewinnt. Macht Pause. Und hier ist es auch wieder eine Situation, die man erkennen muss. Okay. Eine Grundreihen-Matt-Situation. Kann ich das ausnutzen? Und das kann Schwarz hier ausnutzen. Habt ihr den Zug gefunden? Der Zug, der hier für Bobby Fischer gewonnen hat, war die Springergabel. Und da sagt er, wieso, den kann ich ja wegnehmen. Ja, den kann man wegnehmen. Jetzt ist keine Gabel mehr. Aber jetzt haben wir das Grundreihenmatt. Seht ihr es? Also wenn ihr es vorher mit dem Springer nicht gesehen habt, dann macht jetzt wieder Pause und findet jetzt das Matt. Schach. 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 Matt. Toller Zug. Die Springergabel, obwohl das Feld gedeckt ist durch den Turm. Aber der Turm kann nicht weg von der Grundreihe, weil er dann durch die Dame matt geht. Das heißt, Gligoritsch hat das hier erkannt, musste den Turm geben
und hat jetzt hier eine Verluststellung gehabt. Er hat eine Figur weniger für nur einen Bauern und hat das verloren. Und jetzt sozusagen ein kleiner Abschlusstest für euer Schachmotivgedächtnis. Weiß ist am Zug und gewinnt. Wie? Ihr habt Pause gemacht und seid zurück. Vielleicht habt ihr es auch sofort gesehen, müsst gar nicht nachdenken. Ja, was ist denn jetzt hier die Lösung? Hier oben ist das Einbruchsfeld. Wenn ich den wegnehme, nimmt der mit dem Läufer weg. Ja, dann komme ich da aber auch nicht hin. Das Feld ist ja zweimal geschützt und nur zweimal angegriffen. Was mache ich denn da? Habt ihr den Zug gefunden? Schach. Der Springer sagt Schach. Der König kann nicht wegziehen, weil der Läufer das Feld kontrolliert. Er muss also den Springer schlagen. Und jetzt kommt das Matt. Und hier ist der König nicht auf der Grundreihe so typischerweise eingeschlossen, sondern er ist im Grunde auf der Linie eingeschlossen. Und das ist es eben, was es bedeutet, Muster zu erkennen. Dass man wirklich diese Muster bewusst übt mit solchen Übungen hier, mit solchen Aufgaben. In der Studie sind 12 mehr für euch. Und wenn man die wirklich verinnerlicht, dann erkennt man auch in solchen Stellungen plötzlich, okay, auf der Grundreihe kriege ich ihn so nicht matt. Da habe ich nicht genug Figuren, die hier oben einschlagen können. Aber was ist denn mit der Linie? Und dann haben wir das Gleiche bloß gedreht. Und das ist eben diese Transformation, die man nur schafft, wenn man sich mit solchen Aufgaben beschäftigt und sie verinnerlicht. Und hier in der Studie sind noch 12 weitere. Und als letztes Kapitel habe ich hier auch den Link gelegt zu den Aufgaben, zu den Lichess-Aufgaben. Weil in den Lichess-Aufgaben kann man in der Aufgabenübersicht auch Grundreihenmatt auswählen als Thema und dann nur Grundreihenmatt Aufgaben üben. Ich habe das hier aber auch als letztes Kapitel in die Studie gepackt, den Link. Dann könnt ihr rüberspringen, falls ihr tatsächlich noch mal mehr Übung braucht, mehr üben wollt, schwere Aufgaben, leichte Aufgaben. Es geht wirklich bloß darum, es zu verinnerlichen, dieses Bild vor Augen zu haben und es in einer Spielsituation wiederzuerkennen. Und vergesst nicht nur für euch immer gucken, sondern auch erstmal zu gucken, für den Gegner hat er sowas. Das war's mit dem Grundreihenmatt. Wir werden demnächst bestimmt auch mal wieder neue, weitere Motive kennenlernen. Ich packe die immer alle in die Playlist Grundlagen. Schaut sie euch an, das sind wirklich Sachen, die einem Anfänger viel helfen, auf dem Weg auch mal nicht nur Opfer am Schachbrett zu sein, sondern auch mal selber den Gegner matt zu setzen. So wie hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.